Heute werden wir uns das frische Update einmal genauer anschauen. Wahrscheinlich gehen wir den Weg bis zur Transzendenzrolle. Step by Step versuche ich euch so ein bisschen beizubringen. Ja, was und wie man die Transzendenzrolle bekommt von dem neuen Weg des Beschwörers. Ich hoffe, dass ihr, vor allem die Anfänger, den alten Weg des Beschwörers noch ein bisschen bestritten habt, weil dann habt ihr jetzt so gesehen doppelte Belohnung. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass ihr es gemacht habt. Ihr seht, ich fange extra hier an, weil ich weiß, dass wir gleich wahrscheinlich in einen Dialog reinkommen werden. Das nächste, was ich noch ankündigen möchte, ist, dass das Ganze mit einem Gewinnspiel heute verbunden wird. Und zwar könnt ihr eine Laura bzw. eine Okkult-Mädchen-Figur bei mir gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, sage ich im Laufe des Videos. Jetzt gehen wir aber erstmal rein und schauen uns den neuen Weg des Beschwörers an. Ich bin echt gehypt, ich freue mich drauf. Ja, endlich mal wieder was zu tun, finde ich gut. Let's go. Okay, erstmal, man sieht, ich habe keine Energie mehr vorhanden. Du wirst in kürzester Zeit zu einem feinen Beschwörer werden, wenn du den Aufgaben in Fortschritt folgst. Es warten... Achso, das ist der Fortschritt. Okay, dann hatte ich was falsch verstanden in den Patch Notes. Okay, gut. Es wartet eine Fülle von Geschenken auf dich. Ja, das ist gut. Ja, Free Stuff ist immer gut. Da bin ich noch ein richtiger Agierlappen, ey. auf dich. Also zieh zu, dass du alle Aufgaben bis zum Ende durchführst. Ach, das war's schon. Okay. Also, den Anfänger... Warte, kann man hier direkt durchscrollen? Ah, schade. Okay, man kann das nicht gucken. Wird freigeschaltet, wenn du Fortschritt Anfänger Level 5 erreicht hast. Okay. Okay, das Erste, was wir machen müssen, oder beziehungsweise jetzt schon bei mir passiert ist, ist Wald von Garen Gruben absolvieren. Ich kann das jetzt schon mal einsammeln. Es handelt sich um ein Premium... Oh, cool. Es handelt sich um einen Coupon, der im Shop gratis gegen den Eintauschpremium... Also, ein Premium-Paket eingetauscht werden kann. Cool. Nehme ich gerne. Hey, geil. Hey, Free Stuff, direkt mal 11 MS um... Also, Wald des Garen, einmal ganz kurz, Hashtag LOL. Man kann, ach so, das sind die, das sind die, immer so, bumm. okay, Wald von Garen ist dieses Gebiet. Dieses Gebiet sollte man, also ich denke, das haben aber Anfänger auch relativ schnell, außer die Leute, die jetzt halt wirklich direkt anfangen mit dem Spiel, also neu anfangen, gut, aber das sind so die ersten Aufgaben, die man so oder so macht. Also sprich, also Wald von Garen, normal Szenario abschließen. Relativ simpel gehalten, ist jetzt nichts Weltbewegendes. Fatalruhen erwerben. Hier gibt es Fatalruhen. Bei MT Sitz. Okay, dann machen wir hier einfach ein paar Autoruns. Würde ich sagen. Somit sind wir fertig. 4 Fatalruhen gesammelt aus dem Szenario. Ich habe jetzt Szenario gewählt. Ich weiß nicht, ob es auch über Giants geht. Okay. Hauptfokus liegt natürlich bei uns auf die Transzendenzrolle. Ich weiß nicht genau, wann es kommt, aber sie müsste dann hier kommen. Ah, ne, da oben. Sehe ich sie. Ach, da oben. Ach, guck mal da. Errungenschaft, Belohnung, Transzendenzrolle. Wenn wir das hier... Also, wir müssen zum Mittelstufiger kommen. Ah ja, okay, das könnte jetzt natürlich ein bisschen anstrengend werden, aber passt schon. Set-Effekt anwenden. Okay, habe ich schon direkt gemacht. Das ist eigentlich nur, dass man den Set-Effekt dann auch anlegen soll, so gesehen. Ja, also man muss den Fatal-Set irgendein Monster anruhen. Das war es dann schon. Rune aufwerten. Okay, das können wir mal eben machen. Ich habe bestimmt irgendwo ein paar Runen zum Aufwerten. Das sollte nicht das Problem sein, denke ich. Okay, Full ACC, nice, genau das, was ich möchte. Hat das jetzt gezählt? Hat auch nicht gezählt. Ach so, oh nee. Werte 4 Runen auf und erreiche eine Aufwertung von 6. Oh, ich sollte vielleicht lesen. ich sollte vielleicht lesen, ey. Also 4x plus 6, damit wir weitermachen können. Ich hoffe, es dauert, wie gesagt, nicht allzu lange, aber eigentlich dauert es meistens nicht so lange. Also man kriegt es bestimmt so in einer guten Stunde gut durch, wenn man jetzt nicht wirklich der Anfänger ist. Wenn man jetzt wirklich der Anfänger sein sollte... ja, dann dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger, aber seht es als, naja, ihr habt was zu tun, ihr kriegt guten Stuff dafür, das ist ja das Tolle daran, also der Stuff ist wirklich sehr gut, den man da bekommt, schon allein die Transzendenzrolle sollte sich lohnen, vor allem auch als Anfänger, da ist das Dupe-Potenzial ja noch nicht so hoch, ja, sprich also... Da kann man schon mal sehr guten Stuff rausbekommen. Neben den restlichen Stuff, ne? Wir haben direkt gesehen, wir haben direkt ein Premium-Paket for free bekommen. Richtig nice. Sowas finde ich richtig gut. Und ich glaube auch, die Gilde geht steil teilweise mit. Ja, also nicht nur die Gilde, auch hier so. Ich glaube nicht, dass die schon so weit sind mit dem, mit der Transzendenzrolle. Aber gut, okay. Wir haben die Runen aufgewertet. Let's go. Okay. Das ist dasselbe wie mit dem, hier von der Grube von Garen, ne? Also sprich, also hier muss man einfach nur das Szenario absolvieren, wo wir gerade die Fatalruhen gefarmt haben. Ja, ich möchte jetzt keine Story haben. Ich bin überhaupt nicht der Story-Typ, aber es ist bestimmt sehr... Oh, Herausforderungen haben sich freigeschaltet. Ach! Okay, das wäre vielleicht doch interessant gewesen. Verdammt. Okay, oh, eine LD, da bin ich ja geil drauf, ne?
Schnelles Aufleveln. Oh, das ist alles jetzt Step by Step tatsächlich. Es kommt alles nacheinander. Magieritter aufleveln. Oh, dein Ernst? Gut, ja, seht ihr, da ist das jetzt so ein bisschen, ne, wird so ein bisschen eingeleitet. Arkanen Turm kaufen für die Arena so gesehen und dann die Arena bestreiten dreimal und dann den Heiligturm der Energie kaufen. Dazu kommen wir dann gleich. Dann machen wir jetzt einmal schnell, ja, machen wir einfach schnell hier dieses hier. Geht ganz fix. Da sollten auch die Rivalen zählen. Ne? Also da muss man, glaube ich, nicht wirklich gegen Mitstreiter kämpfen, sondern man kann auch einfach die Rivalen nehmen. Wobei zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht alle Rivalen freigeschaltet sind. Die müssten erst nach und nach kommen. Ja, ne? Mal deswegen, ziehen mal eben schnell drei Rivalen durch. Okay, in der Arena kämpfen gibt 60 Ehrenpunkte, sehr geil. Dann, gut, Heiligtum der Energie kaufen, das ist dasselbe Spielchen wie mit dem Booster. Das kauft man sich auch hier in der Ehre. Ja, da kostet, ich weiß nicht, wie viel der kostet, aber ich glaube, der kostet auch nur 40, 50 oder so. Ja, also wenn überhaupt 20 oder so. Also dafür hast du so gesehen jetzt direkt die Ehrenpunkte bekommen, dass du direkt so gesehen dann den Heiligturm kaufen kannst und direkt weitermachen kannst mit ein Gebäude upgraden. Upgraden ist natürlich damit gemeint, ein Tower upgraden. Können wir eigentlich auch mal ganz kurz machen, glaube ich. Ja, wir könnten einmal hier den Lichttower zum Beispiel jetzt upgraden, so als Vorlage, damit vor allem die Anfänger wissen, was damit gemeint ist. Oder nee, wir nehmen einfach den Arkanenturm, ja, weil ich die Ehre ein bisschen aufsparen möchte. Also wie gesagt, ich muss es nicht machen, ihr habt es gesehen, bei mir ist es jetzt abgeschlossen, aber für Anfänger müsstet ihr dann so gesehen eine Sache upgraden. Ich würde empfehlen, wirklich dann als allererstes, wenn den Heiligtum der Energie abzugraden. Und ich tue jetzt einfach einmal den Arcana Boost upgraden, einfach nur zum Vorzeigezweck. So, dann müsste das Gebäude-Upgrade abgeschlossen sein, man kriegt 50 Energie. Gut, danach kommt Kabir Runen-Verrat absolvieren. Das ist auch wieder ein Szenario, das ist dieses hier. Das muss man halt einmal auf normal durchspielen. Ja, das ist als Anfänger auch sehr gut machbar und leicht. Dann kriegen wir Fran. Und Fran, eines der wichtigsten Monster im gesamten Spiel, vor allem für Anfänger. Ja, dieses Monster, was man hier for free kriegt, ist das Monster, was euch am weitesten bringt und was ihr auch sehr lange benutzen wird. Sehr, sehr lange. Deswegen bin ich, also abgesehen jetzt, man muss es hier machen, der Meinung, macht zuerst Fran Sixstar. Würde mehr bringen. Gut, Temporun erwerben. Temporun bringt man natürlich, okay, unter anderem im Weißen Berg, aber auch in Dungeon wie Giant. Hier ist es jetzt in dem Weißen Berg. Sprich also, wir gehen jetzt bei mir wieder ins Szenario rein. Wir gehen in den Weißen Berg von Ragon und ich stelle jetzt bei mir auf Hell, damit es ein bisschen das Leveln sich noch nebenbei lohnt und farme mir jetzt eben schnell 4 Swift-Runen. Da sind wir fertig. Oh, da sind wir fertig. Okay, sehr schön. Dann können wir weitermachen. Sehr schön. Okay, Weg des Beschwörers kriegen wir Regenbogenmons. Z-Effekt anwenden, das ist dasselbe wie mit dem Fatal-Runen. Also sprich einmal irgendein Monster die Temporunen geben, die man gerade gegebenenfalls erworben hat. Dadurch kriegen wir die Windfee. Fähigkeiten aufwerten. Werte ein Monsterfähigkeit im Aufhexogramm auf. Okay, können wir machen, denke ich. Und zwar ist damit gemeint, dass man einem Monster ein Skill abgeben sollte. In der Form sollte es wahrscheinlich die Windfee sein, die man eventuell der Lichtfee gibt. Ich werde das Ganze jetzt hier mit ihr machen. Ja, mit meiner Zythermeisterin werde ich das einmal machen, da sie sowieso, glaube ich, ich hoffe, ich habe noch Skill-Ups für sie, ich meine aber schon. Zack, boom, bam, rein da. So, ein Skill-Up angewendet, ne, des gleichen Monsters oder ein Devilmon, aber eines der gleichen Monsters ist bei den, ich sag mal, ab 3-Star, 4-Stars eher, ne? Eher das, was man nehmen sollte. Okay, Fähigkeiten aufgewertet, fertig. Das nächste ist der magische Ladenkauf. Den magischen Ladenkaufen tut man auch wieder mit nicht mit Ehre, glaube ich, diesmal, sogar ganz normal. Den Ladenkauf, magischer Laden, hier, ne? Den einmal kaufen, wenn man das Level, ach, hier ist, by the way, der Arkane Turm. Dann Weißer Berg von Gragon absolvieren, das ist ja das, was wir gerade gemacht haben. Das ist hier das hier, wo wir die Swift-Runen schon mehr oder weniger farmt haben. Also sprich, also man macht es mehr oder weniger Step by Step, weil man nebenbei die Tempo-Runen farmt. Bis dahin hast du vielleicht das auch schon durch oder so, ja? Also relativ simpel. Gut, Halle der Magie UG 1 absolvieren. Easy going, machen wir doch. Und zwar Kairos Dungeon. Halle der Magie OG 1 absolvieren. Ich nehme einfach mein Standardteam und legen einmal los. Und Quest abgeschlossen. Sehr schön. Das ging natürlich jetzt für mich ein bisschen fixer. Bei Anfängern ist es ein bisschen anstrengender. So. Okay. Auf geht's. Halle der Magie abgeschlossen. Und jetzt Attribut Dungeon OG
1 absolvieren. Und zwar, ich schätze, ist es damit irgendein Attribut-Dungeon gemeint. Das sehen wir jetzt. Sehr schön. Und zwar, Quest abgeschlossen, alle Attribut. Also ist es relativ egal, welchen Attribut-Dungeon man da nimmt. Hauptsache einen. So, dadurch kriegen wir auch direkt ein paar Essenzen. Können wir zum Beispiel mit Fran jetzt erwecken. Beispielsweise müsste, glaube ich, reichen. Perfekt. Monster erwecken. Gut, das ist jetzt mir erspart. Ein Monster zu erwecken ist eigentlich ganz leicht erklärt. Man geht auf Monster, nimmt jetzt beispielsweise die Fran. Ich nehme jetzt einfach mal beispielsweise die Zytermeisterin. Geht auf Erwecken, braucht halt besonderen Stuff. Ich schätze, das war auch so ein bisschen das, was jetzt so ein bisschen erklärt wurde. Ne? Und erweckt dann das Monster. Danach kommt Tempel der Wünsche kaufen. Tempel der Wünsche ist dieses Ding hier. Sprich, also das bekommt man auch. Die sollte ich vielleicht einfach mal eben mitnehmen. So, und die kriegt man auch wieder beim Bau. Und zwar Tempel der Wünsche. Hier müsste Mana kosten. Ja, also nichts Weltbewegendes. Absolviert. Sehr schön. Wald von Terrorgrube absolvieren. Das ist dieses Szenario hier. Das hier. Wald von Telein. Bleibt mir jetzt, wie gesagt, hier ein bisschen erspart. Monster aufleveln. Erreiche das Max-Level mit einem 3-Sterne-Monster. Ja. Sollte jetzt vielleicht mal über die Entwicklung der Monster sprechen. Okay, das bleibt mir nicht erspart. Sprich, ich muss ein 3-Sterne-Monster eben aufs Max-Level bringen. Ach, hier kommen alles. Okay, das sammeln wir noch nicht ein. Und erreichen mit ihr jetzt im Max-Level. Und jetzt nutze ich einfach einmal ganz kurz die Gelegenheit und spreche jetzt das Gewinnspiel an. Und zwar könnt ihr bei mir heute, beziehungsweise bis Sonntag, eine Laura-Figur gewinnen, beziehungsweise eine Okkult-Mädchen-Figur mit Comtours zusammen, so gesehen. Direkt vorab, ich muss natürlich eure Daten haben, wohin die es schicken können, das muss ich auch weitergeben. Ne? Also sprich, das Konto hast so gesehen, eure Daten dann hat, dass sie euch dann die Figur zuschicken können. Ja, das sollte bewusst sein, als allererstes. Das nächste, was bewusst sein sollte, ihr solltet in der EU leben, aber ich denke, das tun die meisten hier. Und gut, was müsst ihr dafür machen? Gut, ihr macht ganz einfach. Ja, ich werde es dann auslosen. Also ich werde es diesmal nicht random auslosen. Ich werde mir den besten Kommentar raussuchen. Ich werde dazu dann nochmal ein extra Video machen am Sonntag. Das Gewinnspiel gilt ab jetzt bis Sonntag, bis 12 Uhr. Na, ja, sagen wir 13 Uhr, weil 13 Uhr kommt bei mir so oder so das Video. Bis Sonntag 13 Uhr gilt das Gewinnspiel. Was müsst ihr machen? So, ihr schreibt in den Kommentare einfach einmal Hashtag. Ihr seht es jetzt hier fett über mir. Hashtag Laura Figur. Ja, so sollte der Hashtag aussehen. Den benutzt ihr in den Kommentaren. Und schreibt mir bitte dazu, warum ihr gerade diese Figur haben wollt. Ja, aus welchem Grund, wieso, weswegen. Seid kreativ. Ja, am besten, also wär cool. Seid am besten kreativ und schreibt mir am besten einfach unter diesem Video in die Kommentare, was und warum ihr diese Figur haben wollt. Dazu solltet ihr Abonnent sein auf diesem Kanal. Das wäre schön. Kostet nichts. Einfach Abo-Button drücken. Fertig ist die Sache. Gegebenenfalls das Video liken. Wäre auch schön. Ja, oder wäre gut. Und ja, Hashtag Laura-Figur in die Kommentare. Und dann einfach schreiben, warum ihr diese Figur haben möchtet. Ich suche mir dann, wie gesagt, einen aus, der Kommentar, der mir am besten gefallen hat. Wie gesagt, seid am besten ein bisschen kreativ. Ja, heute erwarte ich mal ein bisschen mehr von euch. Einfach mal ein bisschen kreativ sein. Nicht einfach nur schreiben, ja, weil cool. Ja, weil ist cool. Ja, oder so. Nee. Also seid mal ein bisschen kreativ. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Einfach mal ein bisschen kreativ sein. Ja, wir müssen sie ja nur auf Max-Level bringen. Wie? Ist ja egal. So, reicht das? Ja. Auf geht's. Zack, Max-Level Fran. OP. So, sehr schön. Seht ihr, muss ich gar nicht malen. So. Wegen des Beschwörers, Monster aufgelevelt, fertig. Sehr schön. Monster entwickeln. Um ein Monster zu entwickeln, brauchst du mehrere Monster des gleichen Sternengrads. Ja, richtig. Okay, entwickeln wir einfach die Fran direkt zu 4-Star-Fran. Und das geht am besten, wie gesagt, man kann einfach hier diese Feen nehmen, die das Skill-Up direkt ein bisschen leichter machen. Wenn man welche hat, ich habe ja hier ein paar. So, machen wir einfach. Okay, ich habe einen zu viel. So, let's go. Fran direkt 4-Star erweckt. Sehr schön. Und wir kriegen auch natürlich jetzt die Skill-Ups, ne? Das ist, wie gesagt, das kann man mit jeder Fee machen. Dafür braucht man nicht die Fran. So, okay. Himmelsinsel-Erweiterung. Gut, das ist dieses hier, auch im Bau. Und dann hier Himmelserweiterung, kostet ein bisschen Mana. Zack, habe ich ja auch schon fertig. Ach, Gott sei Dank. Es wurde gefixt. Freundschaftsanfragen senden, sehr schön. Ja, einfach Freundesanfragen senden, was auch am Anfang sehr viel machen, sehr viel bringen. Das machen wir einfach hier und dann kann man hier Freunde hinzufügen und dann kann man hier zum Beispiel irgendwelche random nehmen. Oder wenn ihr Freunde habt, könnt ihr natürlich eure Freunde da einladen. Ja,
Gut, bleibt mir erspart. Sehr schön. Gut, Mentor hinzufügen. Gut, das kann ich nicht machen, da ich Max-Level bin. Das ist ein Future, was mal hinzugekommen ist, um so ein bisschen das Szenario und so auch ein bisschen zu erleichtern. Meistens sind hier stärkere Monster drin. Ja? Ich habe zum Beispiel Savannah drin, was für Aiden ganz gut ist. Genau, für hier. Nicht unbedingt für Faemon, wobei die meisten eher auf Faemon aus sind. Da gibt es ja die LD-Scroll. Ja? Einfach einen Mentor hinzufügen. So. Das nächste, was man dann auch schon machen muss, ist weiter im Szenario gehen. Und zwar müssen wir diese Ruinen hier beseitigen oder clearen. Bleibt mir auch erspart. So, Festung der Riesen UG1 absolvieren. Sehr schön. Okay, Kairos Dungeon, Festung der Riesen 1. Let's go mit dem Dot-Team. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange. Gut, Kairos Dungeon, Giants B1 auch einmal absolviert. Sehr schön. Und haben wir das auch geklärt. Sehr schön. Gibt es eine schöne Swift-Rune. Naja, so schön war sie jetzt nicht, aber gut. Okay, Essenzen der Magie erwerben. Erwerb 5 Essenzen der Magie eines beliebigen Grades in der Halle der UG3 oder höher. Egal welche, let's go. Wir gehen wieder in den Autokampf. Das sind halt so ein bisschen die Quests, die ein bisschen länger dauern, aber nun gut. Halle der Magie, ich nehme einfach, ich schätze, ich nehme die 6, die 7, die geht mit am schnellsten. Und es lohnt sich für mich noch, das ein bisschen zu farmen. Gut, Quest abgeschlossen. Sehr schön, es muss halt nur wirklich Essenzen der Magie sein, ne? Also Essenz des Feuers oder Windes funktioniert da nicht. Stopp. Nee, stopp. So, Weg des Beschwörers, das geht dort weiter. Attribut Essenzen erwerben. Jetzt nochmal, okay. Ah, das ging diesmal ein bisschen flotter, sehr schön. Okay, also irgendwelche Essenzen, Attributs-Essenzen machen, wie Dunkel, Feuer, Wind, Wasser, etc. Damit haben wir das auch. Gut, das ist wieder Szenario, Wüste Tamor, ganz easy. Und zwar hier, das wäre der nächste Step. Einmal absolvieren, komplett im Normalmodus durch. Autokampf verwenden, habe ich gerade zwar gemacht, aber kann ich gerne nochmal machen. Gehen wir einfach nochmal kurz einmal hier rein, zack. Autokampf abgeschlossen. Sehr schön. Und jetzt in der Arena kämpfen, während Autokampf läuft. Okay, können wir ja mal eben schnell machen. Habe ich noch einen Rivale offen. Sehr schön. Autokampf läuft. Und wir gehen einfach einmal ganz schnell in einen Arena-Kampf rein. Let's go. Also das ist halt einfach so gesehen, man sollte es machen während des, ne, während ein Autokampf gerade läuft. Einfach schnell irgendeinen Arena-Kampf machen. Beziehungsweise, wenn ihr was am Farmen seid oder so. Ne? Ganz gut. So, okay. Autokampf, Gilde beitreten. Gut, habe ich jetzt schon. Ne? Gilde beitreten ist dieses gute Stückchen hier. Ne? Einfach eine Gilde beitreten, das kann ich jetzt schwer zeigen. Okay, Kristallmine kaufen ist auch wieder etwas, was, finde ich persönlich, auch sehr wichtig ist. Denn da kriegt man Free-Kristalle und Kristalle sind sehr wichtig. Hier kann man sich, glaube die kosten Kristalle. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das nächste ist Vorschau-Ruinen Verrat absolvieren. Das ist wieder dieses hier, ein Szenario, was man einmal schnell absolviert. Also schnell für Anfänger ein bisschen schwieriger. Monsterlager kaufen, auch wieder im Bau. Und dann Monsterlager ist hier hinten, glaube ich. Da, Monsterlager, das müsste wiederum Mana kosten. Weiter geht's. Runen ausrüsten. Gut, rüste 4x 3 Sterne oder höher aus. Okay, haben wir abgeschlossen. Runen aufwerten. Werte 4 beliebige Runen auf und erreiche eine Aufwertung von plus 9 4x. Dann nehme ich einfach dieselben Runen, die ich gerade habe. Das erspare ich euch jetzt. Gut, damit haben wir diese Quest auch abgeschlossen. Zack. Monster aufleveln. Level ein Monster 10x im Szenario. Okay, das ist jetzt ein bisschen belastend, aber let's go. So, haben wir das auch absolviert. Sehr schön, wie gesagt, da zählen die Level nicht 10x im Szenario kämpfen. Vielleicht ein bisschen doof umschrieben, aber gut. Fusionszentrum kaufen ist auch wieder etwas, was man hier im Bau bekommt. Und zwar nicht das Aufwertungsding. Da, Fusionszentrum. Einfach kaufen, perfekt. Das nächste ist Essenzen fusionieren. Okay, das ist auch leicht erklärt. Da geht man einfach auf dieses Gebäude. Drückt auf Fusionieren und wir sagen jetzt einfach, ich nehme jetzt einfach mal hier die Feuerdinger. Ich hoffe, es zählt mit den Feuerdingern. Drücken auf fünfmal Fusionieren. Zack, fertig. Sehr schön. Muss man halt wahrscheinlich ein bisschen farmen, als Anfänger zumindest. Vulkan von Faemon. Gut, das ist dieses hier. Da kriegt man eine LD zum Beispiel. Haben wir. Schnelles Aufleveln. Absolviere 5 Quests mit der schnellen Auflevel-Strategie. Was ist denn das? Oh, ich muss jetzt hier 5 Quests machen. Uff.
Uff, okay. Oh, ich habe eine Lapis. Gut. Oh mein Gott. Okay, da hatte ich gerade ein bisschen Bedenken. Aber gut, das kriegen wir hin. Dann machen wir den Speedy Gonzales Weg wieder. Und benutzen Food dafür. Wie gesagt, nicht das Schlauste, was du machen kannst. Aber egal. Auf geht's. Max Level mit Lapis erreichen. Auf geht's und hoffe, dass es. Ich hoffe, das geht noch schnell. Ich werde es sehr hart schneiden. Sehr, sehr hart schneiden. Also nicht wundern. So, Magieritter ist Max Level. Sehr schön, hat auch gezählt. Auf geht's, hier unten. Hier müssen wir jetzt halt ein paar, hier machen, ein paar Quests. Werte 6 beliebige Runen auf, erreiche plus 6. Okay, dann nehmen wir einfach die Runen, die wir jetzt bekommen haben, die sacke ich dann jetzt schon mal ein. Ich nehme einfach mal, wie viele Runen waren das? 4? Okay, ich werde jetzt den Weg des Beschwörers bis kurz vor der Transzendenzrolle machen und dann sehen wir uns wieder. Also sprich, ich mache jetzt kurz einen Cut und wenn ich dann vor der Transzendenzrolle bin oder Richtung dem Weg des Transzendenzrolles bin, werde ich nochmal einblenden. Ich glaube, für eine kleine Einführung reicht das bezüglich des Weg des Beschwörers. Ja, aber ich denke, das Interessanteste ist halt die Transzendenzrolle. Ja, und ich schätze, da sind die meisten Hype drauf. Deswegen werde ich jetzt, wie gesagt, hier ein kurzes Cut machen. Und wir sehen uns dann, wenn ich kurz vor der Transzendenzrolle bin, wieder. Gut. An dieser Stelle ist bei mir Feierabend. Denn Stufe im Labyrinth absolvieren geht gerade nicht. Das kann ich erst frühestens morgen machen. Da muss ich halt eine Sache erkunden, beziehungsweise irgendwas clearen und erst in 12 Stunden ist Labi wieder ready. Sprich, also hier ist bei mir Feierabend. Also zur Transzendenzrolle komme ich nicht ganz. Also, nochmal kurz zusammengefasst alles. Super Update, was das angeht. Ja, auf jeden Fall finde ich richtig cool, dass und hier gibt es ja auch noch mehr Stuff zu tun. Ne? Natürlich, ich komme jetzt halt natürlich nicht an die Transzendenzrolle dran, leider. Aber nun gut, da. Naja, aber ich konnte Emily ein bisschen sklappen, das ist auch schon mal was. Auf jeden Fall Transzendenzrolle, sehr schön, eine Free-Transzendenzrolle so gesehen. Es ist nur ein bisschen anstrengend, da hinzukommen, dauert ein bisschen. Und bei Stufe des Labyrinths, gut, da komme ich gerade nicht dran. Ansonsten, denkt ans Gewinnspiel, wie gesagt, Hashtag Laura-Figur und dann der Grund, warum ihr es haben wollt. Wie gesagt, seid ein bisschen kreativ. Das Gewinnspiel geht bis zum Sonntag 13 Uhr. Ja, da werde ich dann denjenigen auslosen. Dazu kommt dann Video. Ich werde, denke ich, die Auslosung mit einem Summoning in Verbindung setzen. Ja, dass wir die Rollen, die wir jetzt hier auch so ein bisschen gemacht haben und bekommen, auch die Transzendenzrolle bis dahin, werde ich dann an dieser Stelle öffnen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick in den Weg des Beschwörers geben. Schade, dass ich nicht bis zur Transzendenzrolle komme, aber gut, ab Lavi ist dann halt Ende. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich glaube aber nicht. Ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss. Und schreibt gerne mal auch in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt, wenn ihr Bock habt. Ja?